Herr Mayer, als Schweizer sind Sie ja der geborene Demokratieexperte. Am Sonntag stimmt das Volk in Baden-Württemberg über Stuttgart 21 ab. Da kann es doch nur Verlierer geben, oder? Na, diejenigen, die sich dann bestätigt fühlen durch den Volksentscheid, sind natürlich die Gewinner. Das ist immer so. Die direkte Demokratie, wie wir das nennen in der Schweiz, also die Volksentscheide, bedeutet immer, es gibt Verlierer und Gewinner. Aber entweder die Baden-Württemberger stimmen für den Bahnhof, dann ist der Ministerpräsident blamiert, oder sie stimmen gegen den Bahnhof, dann das kann der Ministerpräsident nicht umsetzen, weil die Bahn Baurecht hat. Naja, es ist natürlich eine Sondersituation, die sich aufgrund einer Volksbewegung ergeben hat, die eigentlich nicht vorgesehen ist im deutschen System. Aber man kann sagen, es hat sich ergeben, weil in der langen Zeitspanne, seit dieser Bahnhof geplant wurde, das Bewusstsein der Öffentlichkeit sich verändert hat. Und diesem veränderten Bewusstsein will man nun gerecht werden mit einer Volksabstimmung. Aber dass der Ministerpräsident blamiert wäre, also bei uns ist doch die Regierung, also in der Schweiz, immer mal wieder blamiert, wenn Sie es denn so nennen. Aber das nimmt man hin als Demokrat. Eigentlich haben wir doch dafür die Abgeordneten, die Parlamente. Ja, ich bin ja gar kein Anhänger von direkter Demokratie in Deutschland. Ich glaube, die Sozialdemokraten, die sich da stark machen, rennen einer gefährlichen Illusion hinterher. Und das sieht man nämlich, wenn man die Schweiz betrachtet. In der Schweiz ist ja die direkte Demokratie auch eine Form, die die Landesteile zusammenhält. Den französischsprachigen, den italienischsprachigen, den deutschsprachigen Teil. Also Sie befürchten, in Deutschland würde das nicht so funktionieren? Nein, schon in der Schweiz gibt es jetzt Tendenzen, die zeigen, dass es auch seine ganz negativen Seiten hat. Denn die Volksbegehren, Initiativen für Verfassungsänderung, die werden so zahlreich und sie werden so sehr benutzt, um politische Stimmung zu machen für Anliegen oder Parteien, dass es langsam problematisch wird. Vor allem haben wir ja, und das, ja, wir gehören zu den Ländern, die am meisten Rechtspopulisten haben. Und diese rechtspopulistische Partei, Schweizerische Volkspartei, wird von einem Milliardär finanziert. Die gehört ihm. Und so gehört ihm auch die Politik, die die machen. Und die finanziert er. Da ist ein ständiges Lancieren von Volksbegehren, die eigentlich Propagandamittel sind, mit sehr viel Geld, mit Millionen und Millionen, das muss man respektieren, der ist bereit, in seine Macht Millionen und Millionen zu stecken. Und damit ist die Schweizer politische Kultur doch sehr beschädigt worden. Heißt das, dort wird das Instrument der Volksabstimmung missbraucht? Wissen Sie, wenn es halt da ist, kann man nicht sagen, es wird missbraucht. Es ist da und wer Geld hat, kann es für sich brauchen. Er tut ja nichts, was der Verfassung widerspricht. Also jetzt, ich würde nicht moralisch werden und sagen, ach, der missbraucht es, er braucht es, er nutzt es. Nach allen Kanten nutzt er es und schafft Stimmungen, auch hasserfüllte Stimmungen gegen Ausländer. Es geht ja meistens gegen Ausländer. Minarett-Initiative, Ausschaffungsinitiative, das sind ja eigentlich Hassprojekte gegen Menschen. In der Schweiz ist sowas nicht mehrheitsfähig. Es zeigt sich auch immer wieder, dass die Kandidaten dieser Partei, wenn sie in einer Wahl sind, wo sie eine absolute Mehrheit haben müssen, haben sie kaum eine Chance. Man will sie eigentlich nur als Protestpotenzial. Aber man kann sagen, dass diese Politik, die seit 20 Jahren systematisch betrieben wird, die politische Kultur, die Diskussionskultur, den Anstand, das ist ganz wichtig, den anständigen Umgang miteinander, das Argumentieren miteinander zerstört hat. Sehen Sie die Gefahr auch in Deutschland? Selbstverständlich. Ich sehe sie viel größer in Deutschland. Deutschland hat auch eine Vergangenheit, auf die muss man mal blicken und sagen, oi, 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 das ist eine Vergangenheit, die sich wohl nicht eignet für dieses Instrument. Auch wenn das Instrument heute benutzt werden soll in einer sehr gesicherten Demokratie. Aber wenn Deutschland als im Moment die führende Macht
in Europa, das kann man sagen, die führende demokratische, plötzlich noch in eine Stimmungsdemokratie, in eine Hetzdemokratie verwandelt wird durch Volksbegehren, Volksabstimmungen, das sehe ich nicht. Das würde dann auch uns Schweizern Angst machen. Das ist nicht gut. Das geht nicht für Deutschland.